So, da bin ich wieder. Ich bin halt ein wenig im Internet umeinander gestochert und da bin ich auf einen interessanten Satz gestoßen. Ich versuche, dass ich den jetzt mal auf Englisch rausbringe. Übersetzen eigentlich auch dann für diejenigen, die der englischen Sprache jetzt nicht ganz so, so mächtig sind. Und zwar geht der Satz so: The whole point about copyright protection is to make sure that there is always a monetary incentive to create art. Jetzt übersetzen wir das mal auf Deutsch. Der eigentliche Grund oder der Hauptgrund für Kopierschützer, für Kopierschutz ist, dass es immer einen finanziellen Anreiz gibt, Kunst zu machen. Das ist schon ein Satz, der sehr viel Wahrheit eigentlich in sich hat, weil wenn man sich jetzt mal einige Bereiche der Kunst ansieht, da geht es eigentlich gar nicht mehr darum, Kunst zu machen. Es geht eigentlich im Großen und Ganzen nur noch darum, ein Produkt zu machen, das man verkaufen kann. Speziell Musik und Filme sind natürlich die Dinge, die da den Leuten am ehesten einfallen. Bücher noch nicht ganz so, aber ja, das kommt natürlich daher, dass also die Musikindustrie und die Filmindustrie auch dementsprechend sozusagen mit Kanonen auf Spatzen schießen, was jetzt sozusagen die bösen Kopierer angeht. Ja. Komisch, dass eigentlich keiner auf den Gutenberg geschossen hat, der da auch kopiert. Ah nee, halt Schwan, das war ja was anderes. Der erste, der war Politiker und zweitens, er hat ja keinen Computer dazu benutzt, um Musik zu kopieren. Er hat schon einen Computer benutzt, um andere Leute geistiges Eigentum zu kopieren. Ja? das Ding heißt, apropos Kunst, also drum noch mit zum Thema Kunst zurück, gibt natürlich noch andere Bereiche, in denen sozusagen Kunstwerke geschaffen werden. Malerei, Theater, ja, Videokunst, also jetzt nicht Filme, sondern also Videoinstallationen, Bildhauerei und so weiter und so fort. Ich denke, bei vielen dieser Bereiche, also gerade Malerei, Bildhauerei und so weiter und so fort, also alles, was in diese Richtung geht, ist also jetzt halt der Hauptgrund, warum Kunst gemacht wird, nicht um Geld damit zu machen. Darum sind wahrscheinlich auch jetzt halt, Bilder nicht ganz so kopiergeschützt, außerdem ein Bild nachzumalen ist ganz schön was an Arbeit. Gut, ein Bild im Internet zu kopieren sind zwei Mausklicks, aber dann hat man halt nur eine Kopie davon und nicht ein Original an der Wand hängen. Ja, so wie jetzt zum Beispiel hier, ja, mein Klaus Heberl. Das ist ein echter Heberl, das ist ein echter Charlie. Das sind Kunstwerke, die lassen sich jetzt schlecht digital kopieren, die lassen sich jetzt mal abfotografieren oder abscannen, aber dann hat man eigentlich bloß einen Scan oder eine Fotografie davon, das Original hängt immer noch bei mir drin. Ist dasselbe mit meiner Kunst, ja, also ich male ja, wie manche vielleicht schon in anderen Bereichen meines Blogs festgestellt haben, und da muss ich sagen, war eigentlich auch der Grund, sozusagen mich intensiv wieder damit zu beschäftigen. Ich mache ja schon seit was weiß ich wie viele Jahren, mal mehr oder minder intensiv, je nachdem wie meine Freundinnen dazu gestanden sind. Besser gesagt, früher hatte ich halt so jemanden, der da irgendwie keinen Sinn dafür gehabt hat und die mir da irgendwie das Ganze verleitet hat, aber ja, ich möchte jetzt keine alten Geschichten aufkochen, das ist 20 Jahre her, wollen wir nicht drüber reden, jetzt male ich wieder. Und ich habe wirklich angefangen, sozusagen intensiv und viel zu malen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht könntest du verkaufen, die Bilder. Also die ersten zumindest. Ja, ich habe damals für eine Firma gearbeitet, die hatte mit Porsche zu tun. Und die waren immer auf einer Messe und da haben sie auf gut Deutsch einen Stand gehabt und da hat die Freundin von meinem damaligen Chef ihre Bilder ausgestellt und haben gedacht, nur was die kann, kann er. Ich mache vielleicht schöne Blumenbilder, aber ich mache vielleicht schöne Autobilder.
Ja gut, sie hat jetzt auch Autobilder angefangen und hat sie dann damals auch aufgehängt, aber weder von ihr noch von mir ist eins verkauft worden. Ja, von den Bildern, die ich da in der Zeit gemalt habe, habe ich noch eins. Richtig, ja. Die anderen sind aber nicht verkauft worden, sondern die habe ich verschenkt. Und das ist ja eigentlich das, was mehr hinter dem steckt, was Kunst eigentlich ist. Was für mich, ja, jeder kann eine andere Ansicht haben, aber die Bilder, die ich gemalt habe und dann verschenkt, habe ich ja nicht irgendwie einfach nur so, ja du, ich habe da ein Bild, nimm mal mit, ich schenk's dir. Sondern hat eigentlich immer einen Grund und ich habe die nicht irgendjemandem geschenkt, sondern ich habe es eigentlich jetzt nur Freunden geschenkt oder innerhalb der Familie, ja, also einfach meine besten Späßeln, eigentlich den besten Späßel, dem habe ich einen von meinen Porsche geschenkt. Der meinte, der passt ganz gut dazu, auch von der Farbe her, darum hat er den gekriegt, der hätte sonst einen anderen kriegen können. Ich hatte schon zwei, habe ich noch von meinen Porsche. Den anderen Porsche, den habe ich einem anderen guten Freund geschenkt, weil er ihm gefallen hat. Das war der Grund, weil er gesagt hat, oh, das gefällt mir. Ich sagte, du, dann nimmst du mit, wenn es dir gefällt, dann hängst du bei dir daheim auf. Weil das ist das eigentlich, was ja da meine Intention dahinter war. Wenn er sich das Teil dann im Endeffekt an der Wand anschaut und es gefällt ihm jedes Mal, wenn er hinschaut, dann freut mich das. Dann ist das was, wo ich persönlich ja ein gewisses Glücksgefühl dabei empfinde. Ich habe jetzt auch noch andere Bilder gemacht, nach denen, auch mit Autos, zum Teil relativ zeitaufwendig, die jetzt auch, sagen wir mal, gekauft werden können, ja? Also der Plymouth Fury oder der DeLorean, aber die Intention dahinter war auf keinen Fall, dass ich jetzt die Dinge von Haus aus einmal produziere, um sie zu verkaufen, sondern war einfach, weil mir das Motiv gefallen hat oder weil ich irgendwas zeigen wollte. Also bei dem Plymouth Fury waren es halt die Reflexionen und so im Glas drin, die Spiegelungen. Dann habe ich jetzt im Moment einige Bilder in Arbeit, die sind auch für den Verkauf gedacht, die mache ich speziell jetzt mit Motorrädern, aber ich habe mir da auch zu den Motiven immer was überlegt oder habe mir die Motive auf gut Deutsch gesagt mit einem gewissen Hintergedanken ausgesucht. Und dann habe ich noch Bilder, die möchte ich eigentlich gar nicht verkaufen. Die möchte ich nicht verkaufen. Die sind aber mit einer politischen Intention entstanden. Das sind also diese Business-Nazi-Bilder, die ich auch, wenn sie da oben hingeht, da ist dann so mit Pinsel und Leinwand und da, wenn es dann geht auf die Business-Nazi-Serie, da könnt ihr euch die anschauen. Das ist sozusagen ein politisches Statement, das ich mit diesen Bildern gemacht habe. Und da kommen dann immer wieder welche dazu. Ne? Das ist für mich eigentlich sozusagen der Sinn von der Malerei, von meiner Malerei, sozusagen ein Statement zu machen. Egal, ob das jetzt politisch ist oder wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Akt male oder so, da möchte ich auch irgendwas einfach festhalten. Ja? Genauso wie jetzt die Kopie von der Mona Lisa, die ich gemacht habe, die hängt da hinten. Da war der Grund einfach sozusagen Übung. Ja, darum denke ich auch, dass ich meine Mona Lisa nicht verkaufen möchte, weil es ja eigentlich ja geschaffen wurde, um mir persönlich was zu bringen. Ja, also Übung für mich zu sein. Ja. Und ich denke, so ist es auch bei vielen Bildhauern, ja, die Sachen machen. Gut, es gibt natürlich auch Auftragsarbeiten, gibt es auch beim Malen. Da ist es dann so, dass man halt wirklich sozusagen für den Auftraggeber ein Kunstwerk erschafft. Was natürlich seinen jeweiligen Namen, also meinen, oder des Künstlers den Namen trägt. Und
da denkt man sich aber auch was dabei. Ne? Das macht man nicht einfach, sagt man, ja gut, machen wir, zack, zack, fertig. Ne? Aber gerade Musik heutzutage hat in den seltensten Fällen, gerade was jetzt also das Zeug angeht, was uns als populär verkauft wird, das im Radio läuft, egal ob das jetzt Pop ist, Rock ist, ob das Schlager sind oder Volksmusik, da ist nicht mehr viel mit Kunst dabei. Das ist ein Produkt. Und es gibt sogar einige Leute aus der Branche, die da Bücher darüber geschrieben haben. Ich kann mich erinnern, die zwei, die KLF gegründet haben, manche von euch erinnern sich vielleicht an die Band KLF, der KLF. Die haben einmal ein Buch geschrieben, wie man erfolgreich sozusagen ein Musikstück produziert, das auch dann ein Hit wird. Und die haben ganz einfache Regeln sozusagen aufgestellt. Die waren aber jetzt zu dem Zeitpunkt keine Musiker, sondern die waren Produzenten. Das heißt nicht einmal sonst Musikproduzent. Der produziert ein Produkt. Und die haben dann sozusagen Welterfolge, ja, Number One Hits haben die gemacht, nach dem Prinzip. Aber es war keine Kunst mehr, es war ein Produkt. So, das war es jetzt zu dem Thema apropos Kunst. Wenn mir da was einfällt, gibt es noch einen zweiten Teil. Ansonsten war es das jetzt. Ich denke mal, eure Aufmerksamkeitsspanne habe ich jetzt halt schon ziemlich belastet. Es sind mehr als 10 Minuten, fast 13 Minuten, was ich jetzt gearbeitet habe. Gut, ich habe noch ein anderes Thema, aber das packe ich jetzt dann nicht mit rein, weil das passt jetzt auch nicht so ganz dazu. Das kommt dann auch noch. Gut, das war es jetzt erst einmal. Ich wünsche euch was. Jetzt reicht.